Geht, herzlich willkommen jetzt zurück zu Cake Deviant Karte. Wir reagieren heute auf Montana Black. Kennt vielleicht einige unter dem Namen Monte. Das wird ihr nicht gefallen. Shoyoka teilt bodenlosen Beitrag. Montana Black Reaction, da gucken wir natürlich rein. Da lassen wir uns nicht lumpen. Und ich glaube, ein bisschen mehr kann ich noch ranzoomen, wa? Drei neue Flavor, Cranberry Jam, Sweet Lemon, White Peach, eiskalt in der Klappe. Ah, yeah. Oh. Oh, yeah. Mm. Gönnergy ist schon wieder bei Kaufland und Rewe nicht erhältlich, nervt einfach. Ja, ich weiß noch, wo die rausgekommen sind. Da war ich gerade bei Access unterwegs. Und ich glaube, ich musste auch zu drei Läden oder sowas fahren, bis ich irgendwas gefunden habe. Dafür war ich aber auch so klug, nur jede Dose einmal zu kaufen und nicht direkt 10 oder so. Ja, jetzt kriege ich ja. Also ich habe mir quasi jetzt schon durch die ganzen Reactions einfach einen lebenslangen Vorrat mir fit gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr das in meiner Story gesehen habt. Monte hat mir auch einfach drei so Riesenpakete mit, keine Ahnung, 6x24 Dosen oder sowas geschickt. Also Junge, ich gehe in dem Zeug wirklich unter. Aber ich trinke das wirklich super viel. Ich hoffe, dass da nichts drin ist, was irgendwie krebserregend ist oder so, sonst sterbe ich bald. Also ein, zwei Dosen am Tag trinke ich halt locker weg, ne? Moin moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Eine Offstream-Reaction. Warum das Ganze? Weil ich schon eigentlich relativ lange nicht mehr auf Videos reagiert habe. Die neuen sind nicht so der Bringer. Doch, ich finde die neuen gut. Also ich finde White Peach mag ich nicht, weil ich Peach einfach generell auch nicht so lecker finde. Juneberry Jam finde ich mega und Lemon mag ich auch todes. Der L-Content im Fokus steht, beziehungsweise es mir momentan extrem viel Spaß macht. Wir haben den 2.3.2024 um 0.26 Uhr. Ich habe mir hier ein köstliches Sandwich Toast gemacht. Kamille-Tee. Und das Junge. Parallel reinziehen, während wir uns parallel das Video von Shoyoka reinziehen, was KuchenTV auseinandergenommen hat, beziehungsweise die Sachen da drin. Ne? Shoyoka Selbstläufer, let's go. Jo, Freunde, Junge, einfach Offline-Reaction. Es ist tatsächlich ein besonderes Video, denn die ganze Shoyoka-Thematik geht jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr, ja. Meine Freunde. Glückwunsch an mich selber, like dafür auf jeden Fall das Video. Und ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, dass das Thema ja abgeschlossen ist. Mhm. Allerdings hat sich Shoyoka jetzt mal wieder dafür entschieden, einen super hetzenden, einseitigen, schlechten Beitrag in ihrer Story zu teilen. Und wenn sie schon hinter diesem Artikel steht, dann wäre es ja eigentlich mal wichtig, sich anzugucken, was da so drin steht. Aber Shoyoka ist natürlich diejenige, die gar nichts mehr dazu sagt. Daher geht es heute um den... Ja, also wie gesagt, ich verstehe halt, dass Shoyoka irgendwie nicht auf der einen Seite sagt, sie nein, ich habe keine Lust mehr darauf, lass mich bitte einfach in Ruhe. Ich meine, klar, sie hat es nur geteilt, ne? Sie hat jetzt den Artikel nicht selber geschrieben, aber alleine, wenn man sich halt anguckt, was da drinne steht für ehrenlose Sachen, also da muss sie sich halt auch nicht wundern, wenn dazu halt ein Video kommt. Ich hätte das ansonsten auch gar nicht mitbekommen tatsächlich, dass der überhaupt erstellt worden ist. Ja. Pass auf Streamerin Shoyoka, ein lukratives Geschäft. Wer hätte auch nur damit rechnen können, dass ich dazu ein Video mache, wenn die das teilt? Übrigens habe ich mich sogar also bei der Journalistin gemeldet und mich bedankt. Ich muss sagen, ich bekomme eigentlich gar nichts mit von Shoyoka, außer die Sachen, die KuchenTV aufarbeitet in seinen Videos. Ich weiß nicht, was die sonst so macht und was die redet. Mit Sicherheit wird die auch mal ein paar Sachen reden, die vielleicht interessant sind, aber eigentlich interessiert es mich nicht so. Wenn es was zu bereden gibt, dann macht Kuchen das. Ich habe ihr sogar angeboten, ihr ein bisschen Geld zu spenden dafür, dass sie mir dieses Video hier geschenkt hat. Allerdings wurde ich danach blockiert. Aber immerhin passt ihr Name zum Artikel, denn der ist wirklich ein absoluter Kracher. Der Artikel beginnt so. Frauen lügen, vor allem um Männern. Warum ist die Qualität eigentlich so schlecht? Dafür ist ihnen jede noch so intrigante Niedertracht recht. Falsche Anschuldigung bezüglich sexueller Gewalt zum Beispiel. Und da hat die Journalistin das einzige Mal in diesem Beitrag tatsächlich recht. Shoyoka hat nämlich damals das hier gesagt. Also da geht es nicht primär nur um die Dinge, die in diesem Gespräch gesagt wurden, sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive den gesamten Twitter-Verlauf von Squirrels. Und es ist echt nicht schwer, dir nachzuschauen, indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt. Inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Dafür konnte sie bis heute nicht nur keine Beweise zeigen, sondern im Gegenteil. Squirrels hatte tatsächlich Ausschnitte aus dem Stream gezeigt, wo die beiden sich getroffen haben und konnte damit zumindest teilweise belegen, dass nichts passiert ist. Wobei, doch, es ist tatsächlich sexuelle Belästigung gewesen. Der YouTuber Kurtshow hat das Ganze danach richtig eingeordnet. Ach, das waren noch Zeiten, ey.
Der Typ ist ein laufendes NPC. Burning, dankeschön für den Prime. Ihr müsst euch vorstellen, der hat diesen roten Punkt da eingebunden in diesem Video und hat gesagt, dass Gurus in diesem Video explizit die ganze Zeit nur aufs Dekolleté gefilmt hat. Mit diesem roten Punkt wollte er das beweisen. Also der Typ hat zu viel am Farbeimer geschnüffelt. Wie kann man so geistig beschränkt sein? Man kann von Gurus halten, was man möchte, aber der Vorwurf der sexuellen Belästigung seitens Shuyoka gegen ihn konnte er meiner Meinung nach gut widerlegen. Dinge, die sie gesagt hat, wie sie waren, konnte er glücklicherweise mit seinen gespeicherten Aufnahmen widerlegen. Ich finde es sehr erschreckend, wie leichtfertig dann am Ende eine Shuyoka, und ich bin da in dem Fall dann auf der Seite von Skurus, mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Internet um sich schmeißt. Hätte Skurus diese Aufnahmen seinerseits von vor gefühlt 10 Jahren nicht gespeichert, dann weiß ich jetzt nicht, was dann passiert wäre, aber es ist ja gut, wahrscheinlich wäre trotzdem nicht so viel passiert, ne? Man muss sagen, dass sie generell, also Shuyoka jetzt auch schon damals nicht wirklich, dass sie auch damals nicht wirklich glaubwürdig gewesen ist. Das hat man ja einfach halt so hingenommen. Ich würde sagen, das wäre halt wahrscheinlich im Sande verlaufen. Aber es ist halt umso cooler, dass Skurrus diesen Stream einfach hatte oder diesen Stream-Ausschnitt. Es ist halt wirklich genial. Shooty, dankeschön für den Prime-Sub. Ich meine, alleine dadurch sind halt so viele Videos wieder entstanden und das ganze Thema ist ja wirklich noch mehr hochgekocht einfach. Ich feiere das wirklich. Ich feiere das komplett. Am Ende des Tages auch ein Tritt in die Fresse für alle Frauen da draußen, die wirklich leider Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Ich bin froh, dass Theo da alles aus meiner Wahrnehmung gerade rücken konnte und sich von diesen Anschuldigungen loslösen konnte. Ja, also alleine, dass es im Raum steht, ist natürlich schon ekelhaft, ne? Gar keine Frage, aber ich glaube, dass halt bei Shuyoka, er hat halt einfach nicht so die Glaubwürdigkeit und auch nicht so diese Ausstrahlung, dass solche Sachen jetzt sehr krass viral gehen, ne? Also klar, die Walkbubble hätte das halt die ganze Zeit gegen ihn benutzt. Ich meine, der hält sich ja jetzt auch komplett aus der Sache raus. Ich weiß nicht, ob der noch oft damit angegriffen wird, aber man hat zumindest auch dadurch halt gesehen, dass sich diese Walkbubble auch sehr krass lächerlich gemacht hat, ne? Also auf Freiraumreh hat ja dann darauf reagiert und meinte irgendwie, ja, das ist highly beängstigend und was sie da gesagt hat. Also so viele Memes und so sind erst überhaupt dadurch entstanden, dass es halt, dass halt sie diesen Vorwurf da gemacht hat, ne? Das, ja, weiß ich nicht. Also Skurrus verfolgt das ja, soweit ich weiß noch. Ich denke, dass es ja auch irgendwann vor Gericht gehen wird und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Hoffentlich bleibt der Artikel bei dem Real Talk, aber ich ahne Schlimmes. Eine mächtige, feministische Superwaffe, um unschuldige Männer zu canceln. Die schlimmsten Lügnerinnen sind sowieso Feministinnen, deren ganzes Denken und Tun darauf ausgerichtet ist, Männern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Außerdem sind sie psychotisch, ungefickt, Schlampen, nur auf den eigenen Vorteil bedacht, hysterisch und berechnend. Alles gleichzeitig. Oh, bist jetzt noch ein ganz guter Artikel, Kappa. Hä, was ist das? Natürlich. Wie sauer und inhaltslos kann man bitte einen Text schreiben? Hat dich dein Mann gestern nicht rangelassen oder was ist da bitte passiert? Und ja, erstmal, es ist eine supermächtige Waffe, die man durchaus nutzen kann. Kachelmann ist natürlich ein Beispiel. Auch Johnny Depp, obwohl er im Nachhinein freigesprochen ist, hat etliche Rollen dadurch verloren. Ein ebenfalls sehr, sehr gutes Beispiel ist Samra. Eine Frau hat nämlich einfach mal so die Vorwürfe einer Vergewaltigung gedroppt und obwohl ja gar nichts bewiesen war und es dafür auch gar keine Indizien gab, hat er seinen Deal bei Universal verloren. Hier muss ich auf die Knie gehen, um Sub zu bekommen, geil. Obwohl im Nachhinein Samra sogar nicht nur freigesprochen, sondern Nika Irani, die das behauptet hat, sogar noch schuldig gesprochen worden ist. Aber auf sowas wartet man heutzutage natürlich nicht. Die Frage, die sich mir auch so stellt, ist, warum das überhaupt in diesem Text drinne ist. Ich meine, das kann man ja überhaupt nicht auf Shuyoka beziehen. Ja, vor 8 Monaten dieses... Das Problem ist halt einfach, und das kann man so einem Universal oder auch einem Kachelmann oder anderen Leuten, die Anschuldigungen kassiert haben wegen sexueller Belästigung oder Schlimmeres, als unschuldig am Ende das Gericht verlassen haben. Man kann aber den Firmen oder wo man mit kooperiert, den kann man das nicht verübeln, denn sie müssen sich natürlich dem öffentlichen Druck, dem politischen Druck und ähnliches beugen, weil auch wenn derjenige sagt, ey, ich bin unschuldig, solange die Unschuld vor Gericht nicht bewiesen worden ist, würde jedes seriöse Unternehmen sich dann von dieser Person erstmal distanzieren. Das ist halt... Nee, sehe ich tatsächlich anders. Also ich finde, es kommt halt drauf an, wie stark die Vorwürfe sind, sag ich mal. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel ein Video gegeben hätte von Samra mit Nika, wo ganz klar zu sehen ist, dass er grenzüberschreitend gehandelt hat,
dann hätte ich auch sofort gesagt, ey, okay, die legen das hier auf Eis. So, das Ding ist, ihr müsst euch mal überlegen, dass in dem Fall Nika Irani einfach die Macht hatte, ihn den Deal von ein auf den anderen Moment zu zerstören, seine ganze Karriere auf wackeligen Beinen zu stellen, einfach nur, weil sie irgendwelche Dinge behauptet hat, die sich im Nachhinein als falsch rausgestellt hat. So, und da erwarte ich eigentlich als Unternehmen, dass du halt auch hinter deinen Künstlern stehst und hinter deinen Leuten, bis halt irgendwas bewiesen ist. Also ich finde, das muss man immer von Einzelfall zu Einzelfall abwiegen. So, aber dass man einfach irgendjemanden rauscanceln kann, weil man einfach Dinge behauptet, die nicht stimmen, weil die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die da Fame oder was auch immer sich die davon erhofft hat, um ehrlich zu sein. Das sind halt Dinge, die einfach gar nicht gehen. So, und da finde ich schon, dass das Unternehmen oder halt jetzt zum Beispiel Universal und so, sollten da auf jeden Fall dann noch hinter dem Künstler stehen. Es gab keine stichhaltigen Beweise oder sonst irgendwas. Das war einfach nur eine Aussage, die man halt hatte. So, und da hätte ich halt mindestens mal mit dem Künstler geredet und gesagt so, jo, wie sieht's halt aus? Ne, gibt es irgendwas? Man hätte sich ja auch beim Opfer melden können von mir aus, keine Ahnung. Ne, Dankeschön, Burning MC und Lazarios für eure Subs. Aber einfach halt alles immer direkt wegcanceln und sagen, nein, dann arbeiten wir gar nicht mehr mit der Person zusammen, geht meiner Meinung nach einfach gar nicht. Leider so. Umso schlimmer und umso verantwortungsloser ist es, wenn Frauen, es gibt natürlich auch Männer, die das machen, aber in dem Fall geht es jetzt um Frauen, mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung einfach so um sich schmeißen und damit am Ende Existenzen zerstören, beschädigen. Ja, das geht gar nicht. Und egal, ob Mann oder Frau da draußen, falsche Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen zu tätigen oder alles, was man da so mit alles reinbeziehen kann, das geht gar nicht. Und, je nach Größe werden auch die Zahlen runtergehen. Ach, Digga, so ein Quatsch, Alter. Also, keine Ahnung. Die haben halt irgendwelche Leute unter Vertrag. Die Songs werden genauso gestreamt wie vorher. So, es gibt da eine kleine Bubble, die sagt, wir dürfen jetzt die Songs von denen und den Künstlern nicht mehr hören. Ja, und das war's. Und am Ende hört sowieso trotzdem jeder. Günni, Dankeschön für den Prime-Sub. Richtig, Unlosaktion sollte aus meiner Wahrnehmung auch deutlich härter dann von Gerichten dann bestraft werden, Benni, wenn jemand einem anderen vorwirft, seit 17 Monaten in der Erbenfalle. Oder ihn sexuell belästigt zu haben oder drüber hinaus und sich das dann als Unwahrheit und als Lüge heraustappt, stellt. Das sollte viel härter noch bestraft werden, Digga. Großsache. Genauso wie sexuelle Belästigung und alles, was dazu gehört. Teil der Diskussion mehr. Vielleicht finden wir das Ganze ja heraus, wenn wir weiterlesen. Diese misogynen Mythen sind zwar allesamt Blödsinn, um die eigene patriarchale Vorherrschaft zu sichern, aber sie sind nach wie vor fest im gesellschaftlichen Diskurs verankert. Und diese Mythen kochen immer wieder hoch, wenn gekränkte, frauenhassende, Internetmänner ihr aktuelles Feindbild an den digitalen Pranger stellen und angreifen. Diese Mythen droppen also nur gekränkte, frauenhassende Internetmänner, ja? Digga, Junge, wie ideologisch kann dein Text bitte aufgebaut sein? Wahrscheinlich ist auch damit wieder Shoyoka gemeint oder allgemein, keine Ahnung, das ist so schlecht geschrieben, ich kann es euch nicht sagen. Erstmal ist das ja kein Mythos, denn es ist ja tatsächlich schon vorgekommen, dass Frauen sich sowas ausgedacht haben, genau, um Männern zu schaden, die dadurch teilweise auch ihre komplette Karriere verloren haben. Ja, es ist nur ein winziger Teil von Frauen, die das machen, sowas allerdings dann zum Leidwesen von allen Caramello, anderen Frauen, Dankeschön, denen bei solchen Dingen dann weniger geglaubt wird. Also an dieser Stelle... Prinzipiell auch aus dieser ganzen Nische, diese ganzen links angehauchten, ich setze mich für Frauenrechte ein und ich bin emanzipiert, Frauen und auch diese Frau, die da den Artikel geschrieben hat und so, denen ist am Ende des Tages auch wirklich nicht mehr zu helfen. Die kämpfen für eine Sache, die Quatsch mit Soße ist. Natürlich ist Gleichberechtigung und alles, was dazugehört, sehr wichtig und Frauen sollten nicht aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert werden. Das ist aber eigentlich das kleine Einmaleins, was jeder normale Mensch in seinem Kopf drin haben sollte. Aber diese Vorurteile und das, was da auch im Artikel da wieder geschrieben wird, wenn jemand davon wirklich überzeugt ist, mit dem brauchst du auch gar nicht dich an den Tisch setzen und diskutieren. Das bringt gar nichts her. Das wird gegen Windmühlen laufen. Ja, die hat auch irgendwie ganz andere komische Artikel auf jeden Fall noch rausgehauen, aber ich habe die gerade nicht mehr im Kopf. Das Ding ist halt, dass solche Leute so Dinge wie Gleichberechtigung und so einfach mehr schaden, als es halt einfach bringt. Ne? Also ich persönlich bin der Meinung, dass man potenziellen Opfern von sexueller Belästigung und alles, was halt so dazugehört, auf jeden Fall mehr glauben sollte. Man sollte aber den Täter halt nicht einfach vorverurteilen, so, ne? Weil gerade wenn halt mal jemand lügt, was ja leider, es gibt ja Beispiele, wo das passiert, auch wenn es gesamt gesehen super, super wenige sind, die halt lügen, zerstören sie damit halt einfach komplett die Glaubwürdigkeit der anderen Person und deswegen bin ich da auch genauso wie bei Monte, dass beide Taten auf jeden Fall viel, viel härter bestraft werden sollten. Ne? Also einmal natürlich, wenn es jemand getan hat, aber wenn jemand lügt, dann sollte das eine sehr krasse Strafe auf jeden Fall nach sich ziehen, weil du potenziell dafür sorgst, dass halt andere Frauen sich nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
oder ja, dass diese dann halt fertig gemacht werden dafür, dass sie es halt tun. Deswegen, ja, und sie, die den Artikel geschrieben hat, ich meine, das ist halt ideologischer Bockmist, was sie da komplett wiedergegeben hat in dem gesamten Artikel. Blicke ich auch nicht, was dieser Artikel soll und warum Shoyoka sowas teilt. Weißt du, und das sind dann die Leute, wo Shoyoka sagt, ja, aber diese ganzen Journalisten stehen ja auch hinter mir. Ja, aber dann guck dir mal an, welche so. Und dass Shoyoka so einen Artikel teilt, haben sich zwei Doofe gefunden, was soll ich sagen. Danke, Shoyoka, du setzt dich wirklich für die Frauenrechte ein. Im nächsten Absatz wird dann auch schon wieder gegen Männer geschossen. Dass gekränkte Internetmänner kaum jemanden mehr hassen als Frauen und Queers. Also die Studie, wo das drinne steht, die würde ich ja wirklich gerne mal sehen. Oder generell einfach einen Gedankengang, wie sie da... Wir Männer hassen einfach unvernünftiges Alle. Denken und schwachsinniges Denken, wie eigentlich auch jede vernünftige Frau. Und es hat nichts mit Männern oder unzufriedenen Männern zu tun, sondern prinzipiell hat die gesamte Menschheit Probleme mit idiotischen und nicht über den Tellerrand hinausschauenden Meinungen und Vorverurteilungen. Genau das, was ihr da macht mit so einem Artikel. Da hat jeder was dagegen, da spielt das Geschlecht keine Rolle. Darauf kommt. Und nur so nebenbei, Shoyoka hat das geteilt, also die findet das gut, was da steht. Das Ganze hat zudem ein massenpsychologisches Moment. Es soll Spaß machen, gemeinsam auf einer Frau herumzuhacken, die diese Gewalt vermeintlich verdient hat, weil sie Feministin, Schrägstrich Lügnerin, Schrägstrich eine Frau ist. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was Shoyoka zwischen den Beinen hat. Die könnte auch irgendwie, keine Ahnung, einen Dreizack hängen haben. Wird an ihren schwachsinnigen Aussagen nichts ändern, die sie getätigt hat. Ja, ich meine, ich würde doch gerne wissen, warum das immer nur bei Frauen irgendwie der Fall sein soll. Ne? Also gerade Meinungsblogs sind ja genau das Gegenteil eigentlich davon, wenn man mal so schaut. Also ich habe auch Videos gegen irgendwelche Männer gemacht, die, keine Ahnung, 50 Abonnenten hatten. Dieser was Cooles fällt mir da irgendwie zufällig immer ein, keine Ahnung warum. So, und und gegen den habe ich ja zum Beispiel schon einige Videos gemacht und das haben die Leute halt genauso gefeiert. Es geht nicht darum, ob dein Gegenüber Mann oder Frau ist, sondern was für Aussagen diese Person einfach bringt. Und wenn du die ganze Zeit Aussagen bringst, die halt absolut realitätsfern sind, die absolut dämlich sind und die man halt leicht auseinandernehmen kann, dann machen sich halt Leute über dich lustig. Aber das hat ja rein gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also die Shoyoka-Sache läuft natürlich gerade sehr, sehr gut. Also die Videos, ne, auch klicktechnisch und so weiter, ist das Ganze schon sehr stark, gar keine Frage. Ob das jetzt aber daran liegt, dass sie eine Frau ist, sei mal dahingestellt, weil, keine Ahnung, die ABK-Videos sind auch sehr, sehr gut gelaufen. Auch, keine Ahnung, das Blazin' Daniel-Video, die Reaction auf Blazin' Daniel, die wir gemacht haben, hat, glaube ich, knapp 2 Millionen Aufrufe und ist meine meistgesehene Reaction. So, und Blazin' Daniel kennt halt niemand. So, ja, also, oder wenige, ne, das ist jetzt kein bekannter Künstler oder so, die Leute feiern halt einfach, ja, so dumme Aussagen, so, und, ja, deswegen, weiß ich nicht, finde ich das schon sehr, sehr weird, dass solche Dinge auch immer einfach behauptet werden, weil es auch einfach der Kritik dann einfach nicht gerecht wird, ne, so, dass auch kein Journalist sich irgendwie mal vernünftig hinsetzt. Ich meine, guck mal, man kann ja trotzdem sagen, naja, okay, vielleicht bringt die dumme Aussagen, aber müssen es so viele Videos sein? So, das ist ja eine Frage, die man sich tatsächlich stellen kann und dann kann man ja mal gucken, okay, worum geht's denn in den Videos? Jetzt also nicht dann sagen, ja, gegen eine Frau, sondern dass man sich wirklich so anguckt, okay, so viele Videos auf KuchenTV sind gekommen, was ist denn so der Inhalt beispielsweise so in den Videos? So, kann man das nachvollziehen oder gibt es da viel, was man halt aus Geschlecht beziehen kann oder sind das eher unnötige Punkte, die man nicht klarstellen muss. So, das macht halt einfach keiner, ne? Sondern es wird so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und dann wird gesagt, das ist eine Frau, das reicht schon. Hat ihr Geschlecht, ihr Aussehen, ob sie links ist. Es gibt eine Marcellus Wallace XXL-Reaction. Wusste ich gar nicht. Marcellus Wallace XXL, mal gucken. Ich meine, der ist ja schon XXL. Ah, lol. Wer mir da zustimmt. Naja, sogar Zwischen Joka, 400.000 Aufrufe, lol. Krass. Nicht getan hat. Oder einfach zu beschränkt ist, um das zu sehen, was ich gerade gesagt habe. Auch hier wieder keine Ahnung, ob sie jetzt explizit Shoyoka meint. Aber natürlich müsste meint man sie sich das. Nicht als Journalistin irgendwann auch die Frage stellen, es werden richtig viele Videos gegen Shoyoka erstellt. Aber liegt das wirklich darin, dass sie eine Frau ist? Oder sind noch andere Dinge passiert? Oh, das ist ja der Schuh von meiner Freundin. Sie tut ja so, als hätte ich diese 140 Videos einfach so aus Spaß erstellt und Shoyoka hätte uns auch nie einen Grund gegeben, warum man diese Videos erstellt hätte. Ich kann euch hier übrigens die kleine YouTuberin Deso Reacts empfehlen. Die hat jetzt 2 Videos zu dieser Shoyoka-Thematik gemacht, wo die komplett den ganzen Beef der... Wie lange noch mal geht? Ich hab's irgendwie vergessen. 11 Monate. Marcellus Wallace, danke schön für den Zap. 11 Monate. 11 Monate. 11 fucking
Monat zusammengefasst und das Ganze auch sehr neutral. Sie hat auch Dinge von mir kritisiert, allerdings deutlich mehr von Shoyoka. So sieht es nämlich aus, wenn man tatsächlich mal richtigen Journalismus betreibt und vernünftig versucht, die Dinge einzuordnen. Naja, auch das Problem mit Journalismus ist ja ganz einfach. Gefühlt jeder Haiopai kann sich Journalist nennen. Das kann sich jeder so nennen, das ist gar kein geschützter Begriff. Kein Journalistenführerschein. Wenn du einmal Journalist bist, kannst du auch halt einen Haufen Scheiße schreiben. Und nur weil du offiziell Journalist bist, heißt es nicht, dass dein Artikel empfehlenswert oder lesenswert ist, wie auch an dem gezeigten Artikel. Da sollte man dann eventuell auch einfach mal einen Journalistenführerschein einfügen. Aber gut, am Ende des Tages kann natürlich auch jeder schreiben, was er möchte. Und jeder kann auch lesen, was er möchte. Und jeder kann sich auch eine Meinung bilden, was er dann von dem Artikel hält und was nicht. Hoffe ich, dass ihr das macht. In der ganzen Kritik über Shoyoka geht es doch überhaupt nicht um ihr Geschlecht. Wann habe ich mich jemals hingestellt und gesagt, ach, du bist eine Frau und deswegen sind die Aussagen doof? Als Mann hätte ich natürlich drüber hinweggesehen. Ich meine, ich müsste ja auch vorher erstmal feststellen, ob sich Shoyoka überhaupt als Frau identifiziert oder welche Pronomen sie gerade nutzt. Genauso habe ich ja in der Vergangenheit etliche Videos über ABK gemacht. Da ist aber keiner gekommen und hat gesagt, das ist aber Männerhass, das darf man aber nicht sagen. Jetzt kommt der Abschnitt zu Shoyoka und Da wird sich halt immer alles so gedreht wie... Nicht mal wieder einen Artikel veröffentlicht. Nee, ich glaube, die hat das gerade pausiert. Wie es gerade passt, so, ja, Kuchen, der böse Sexist, hat ein Problem damit, dass Shoyoka eine Frau ist und deswegen macht er diese Videos. Und das würde ich ja sogar noch in einer gewissen Art und Weise diesen Personen da abkaufen, wenn KuchenTV sein Kanal daraus besteht, ausschließlich Videos oder zu 99% Videos nur über Frauen zu machen, die Fehler machen. KuchenTV und auch meine Wenigkeit weisen auf Fehler oder Dinge, mit denen wir nicht einverstanden sind, von Menschen darauf hin, und da spielt das Geschlecht überhaupt gar keine Rolle. Ist doch offensichtlich. Das Geschlecht spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Shoyoka hätte genauso viel Kritik geerntet, wenn sie männlich gewesen wäre. Und das habe ich ja schon mal ganz oft gesagt. Shoyoka hat auch einfach nie geschafft, auch einfach mal den Sabbel zu halten und sich mal einen Gang runterzufahren, sondern sie stand jetzt, oh, Digga, wenn ich das sage, das wird aber Shoyoka gar nicht passen. Jetzt, ich spreche gerade Morddrohung aus, wird sie dann sagen. Wir nehmen, tut mir leid, liebe YouTube-Zuschauer, ich habe, wie gesagt, heute 5 Stunden auf dem Fahrrad gestreamt, viel gesabbelt schon und bin einfach kaputt. Aber ich hatte noch Lust, die Reaction zu machen. Nehmen wir mal einfach als sinnbildliches Beispiel. Shoyoka steht mit einer Schaufel und schaufelt sich ihr eigenes Grab. Und mit den ersten Aussagen, die sie getätigt hat, hat sie sich 3, 4 Löcher gebuddelt. Und anstatt einfach danach zu realisieren, oh, das ist gerade das Falsche, was ich mache, und buddelt mir nicht weitere Löcher, sondern ich mache das Loch wieder zu, hat sie sich unfassbar viele weitere Eigentore geleistet. Und das Loch wurde immer tiefer und tiefer. Und da dann irgendwann rauszukommen, ist halt schwierig. Und dann entstehen auch, übertrieben gesagt, 100 Videos gegen eine Person, wenn man ein L-Tag nach dem anderen raushaut. Das ist halt einfach so. Das Internet ist eine Plattform der Öffentlichkeit, wo Leute sich Dinge angucken, sich Meinungen bilden und die wiedergeben. Da spielt dein Geschlecht überhaupt gar keine Rolle. Das macht doch gar keinen Sinn. Es ist Quatsch mit Soße. Man muss halt auch einfach nur ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln und merken, wann man etwas richtig macht und wann man etwas falsch macht und wann man richtig liegt und wann man falsch liegt. Und dieses Fingerspitzengefühl hat Shoyoka einfach nicht. Sie hat ihre Ideologie im Kopf, fährt ihren Film straight für ihre kleine rosa-rote Bubble da, ja, kriegt da ein bisschen Zuspruch, aber kriegt halt unfassbar viel Gegenwind. Und das ist auch zu Recht, weil vieles von dem, was sie sagt, einfach nicht in Ordnung ist. Und anstatt sich mal zu entschuldigen. Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ne? Vor allem darf man auch nicht vergessen, ich meine, zu den 140 Videos, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele davon Kuchen-TV-Videos sind. Ne? Ich sag mal, es geht seit 12 Monaten, sagen wir mal 2 von mir aus pro Woche, oder sagen wir 8 pro Monat mal 12, ja, sind auch keine 80 Videos, oder, auf KuchenTV, ich weiß es gar nicht. So, aber man darf halt nicht vergessen, also auf der einen Seite, wenn sie halt über uns redet, dann redet sie meistens so 7 Stunden im Stream über uns. Ja, das heißt, es sind schon mal 2 Videos, weil es kann ich gar nicht in eins packen, so. Dann gibt es halt noch Leute von ihr, die ich halt kritisiere, weil sie Shoyoka einfach dumm in den Schutz nehmen, ne? Dara, Kircho, ich weiß gar nicht, Dekadent hat auch mal was über die gesagt, so, da mache ich natürlich auch Videos zu. Und dann halt diese ganzen schlechten journalistischen Ausarbeitungen, die halt kommen, ne? Sowohl jetzt von ihr, ich glaube, Ingame hat mal was gemacht, ich weiß gar nicht, welche Seiten das noch gewesen sind, aber da gab es halt so viel Müll und ja, da sage ich dann halt was zu, ne? Also klar, Shoyoka kann halt nicht für jedes Video auf jeden Fall was. Aber wie Monte sagt, das Thema ist halt einfach generell auch sehr, sehr groß und viele Leute sagen halt was dazu und dann werden solche Videos, dann werden solche Themen natürlich auch durchaus mal größer, ne, muss man halt sagen, ne.
Ja, ihr Anwalt hat ja jetzt auch wieder was gedroppt gehabt beispielsweise, jetzt kommt wieder der Beitrag, also es tut sich schon sehr viel auch um sie rum, weswegen es halt immer wieder Content gibt, den man halt dazu erstellen kann. Netzpolitik, stimmt, Netzpolitik, der Beitrag war auch super wack. So, und ja, da muss man sich halt nicht wundern, wenn dann auch vermehrt Videos über Einheit hochgeladen werden. Ne? Und es ist halt genauso, wie Monte sagt, so, dass sie am Anfang vielleicht daneben gegriffen hat, ja, okay, ne, das passiert halt jedem mal, ne? Auch ich habe sicherlich Aussagen gebracht, die nicht so gut gewesen sind. Aber man muss ja bei ihr wirklich sagen, also sie macht ja auch seit einem Jahr halt immer so weiter. So, es ist ja nicht so, dass sie irgendwann sagt, okay, ich habe mich jetzt halt ein bisschen weiterentwickelt und tut mir leid, ich habe Fehler gemacht. Sondern sie, ja, sieht sich auch immer noch irgendwie als Siegerin, auch was rechtlich und so weiter angeht. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt ja, also die negative Feststellungsklage wurde ihr auf jeden Fall zugestellt. Ne? Sie hat gesagt, sie will sich auch jetzt dagegen verteidigen. Das heißt, es wird auch wieder bald vor Gericht gehen. Ne? Bei der Skurrus-Sache wird halt gegen sie vorgegangen. Ne? Dann hat sie mir Abmahnungen geschickt und so, die absolut unnötig gewesen sind. Ja. Und in ein Ding zurückzurudern, macht sie halt immer weiter. Und dann entstehen halt auch super viele Videos. Das ist, boah, Digga, Alter. Und sie hat bis heute im Übrigen nicht auf ein einziges Video von mir oder von KuchenTV reagiert. Nicht ein einziges Mal ist sie explizit auf die Vorwürfe eingegangen. Nicht ein einziges Mal. Das einzige Video, auf was sie reagiert hat von KuchenTV, beziehungsweise gegen KuchenTV, war irgendwie ein 5 Jahre altes Video, wo er wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist. Aus einem ganz lächerlichen Grund, um dann wieder die ganze Zeit im Stream zu sagen, oh, wegen Volksverhetzung. So, also so richtiges Kindergartenniveau. Bloß nicht die Scheuklappen, die man vor den Augen hat, mal ein bisschen beide zu sehen, um mal auch ein bisschen, ne, seine Meinung und seine Wahrnehmung breit zu fächern. Ne, das funktioniert bei der nicht. Der deutschsprachige Raum hat inzwischen sein eigenes Gamergate. Die Kampagne gegen die Streamerin Shoyoka, die inzwischen seit über einem Jahr von einer Mischung aus Streamern und YouTubern angegriffen und diffamiert wird. Und das ist halt schon eine absolute Lüge, die auch respektlos gegenüber den Opfern von Gamergate ist. Einen Absatz vorher ging es nämlich genau um dieses Gamergate und das wurde da zusammengetragen. Und Gamergate. Ich nenne jetzt einfach mal so die Schlagwörter, was damals alles passiert ist. Feministen wollten die Gaming-Community durch die Woke-Agenda zerstören. Dafür haben sie auch mit Videospieljournalisten geschlafen. Es gab unzählige Todes- und Vergewaltigungsdrohungen, deren Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler oder Videospielentwickler wurde angezweifelt. Ihre Vorträge wurden gestört. Sie waren Teil frauenfeindlicher Memes. Adressen wurden veröffentlicht. Sie mussten mehrfach umziehen. Und es gab unzählige antifeministische Videos. Dass diese wirkliche Frauenfeindlichkeit und vor allem auch Strafe... Und das wird jetzt mir oder einem Kuchen unterstellt. Das ist halt an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Aber... da brauche ich auch gar nicht so weiter drauf eingehen, weil jeder da draußen mit ein bisschen Verstand weiß, dass das einfach eine reizende okay, Mitsu, Mitsu war gelesen. Eine Falschaussage und eine böse Unterstellung. Die da passiert sind, jetzt mit sachlichen Kritikvideos gegen Shoyoka gleichgestellt werden, ist eine absolute Respektlosigkeit und Beleidigung gegen die Opfer von Gamergate. Und das Ganze einfach nur, um Shoyoka irgendwie in den Schutz zu nehmen. Warum sollte man auch ordentlichen Journalismus betreiben, oder? Nichts, wirklich gar nichts trifft auf die Shoyoka-Thematik zu. Mag sein, dass sie mal ein paar Hate-Nachrichten bekommen hat, allerdings haben wir uns alle in etlichen Videos davon distanziert. Zum Beispiel auch hier im Weihnachtsspecial. Das Ganze hat sie des Öfteren gemacht und ich bitte euch, einfach keine Hate-Kommentare zu schreiben. Ja, vielleicht mögt ihr Shoyoka nicht. Ja, das Thema hatten wir schon so oft. Ich wiederhole mich dann nur. Wenn du ein Problem damit hast, böse Nachrichten im Internet zu bekommen, dann solltest du deinen Arsch aus dem Internet verschwinden lassen, denn... egal, ob Kritikvideos gegen dich entstehen oder du einfach nur im Internet da existierst und dein Content machst, du wirst immer böse Nachrichten bekommen von irgendwelchen unterbelichteten Halbidioten. Das ist das Internet und wenn du damit ein Problem hast oder diese Nachrichten... da damn, danke für den T1-Sign. Dann ist das Internet eventuell der falsche Platz für dich. Jeder im Internet, egal ob klein, mittel oder groß, bekommt in regelmäßigen Zeitabständen doofe Nachrichten, beleidigende Nachrichten. Das wirst du nie vermeiden können, denn es gibt ja das lustige Sprichwort, Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. Und dass in der Meinungsverschiedenheit zwischen mir und Shoyoka oder zwischen Kuchen und Shoyoka sowohl ich als auch sie untragbare Nachrichten bekommt von irgendwelchen hirnverbrannten Idis, davon kann man sich nur distanzieren, mehr aber nicht. Aber man sollte definitiv nicht, und das ist absolut die falsche Herangehensweise, deswegen eine Diskussion oder eine Meinungsverschiedenheit im Internet auf Eis legen, nur
weil da ein paar idiotische Nachrichten bei rumkommen, dann würde das Internet ja gar nicht funktionieren, weil in allen Bereichen, ob es jetzt im Fußball ist, im Film ist, in der Musik, aber auch in den normalen, in Anführungszeichen normalen YouTube-Videos, die man untereinander macht, diese Nachrichten werden immer stattfinden. Da kann man nur Mund abwischen und weitermachen oder Nachrichten, die zurückverfolgbar sind an Personen, die nicht anonym im Internet mit einem Fake-Profil am Start sind, zur Anzeige bringen. Und das ist auch... Ja, also sehe ich halt genauso, ne? Es ist halt nun mal einfach das Internet, hier wird nun mal beleidigt, hier macht man sich nun mal fertig, ne? Ellie, dankeschön für den Prime-Sub, so. Na klar, ist es kacke und ich kann euch auch nur den Tipp geben, ne? Gerade wenn ihr mich oder Monte unterstützen wollt, also lasst es auf jeden Fall irgendwelche Hate-Nachrichten an irgendwelche Leute, über die wir berichten oder Reactions machen, zu schreiben, weil ihr den Leuten damit einfach immer Nährboden gibt, dann irgendwie Cherry-Picking zu betreiben und zu sagen, ja, guck mal hier, die Community ist halt richtig doof, ne? Es ist halt nur mal das Internet, solche Nachrichten bekommt jeder, das bekomme ich genauso wie, vielleicht weniger, aber bekomme ich halt genauso wie eine Shoyuka beispielsweise oder Monte. Es ist halt komplett normal und wie gesagt, distanzieren wir uns ja davon und mehr kann man halt aber auch nicht machen, so, ne? Luke, dankeschön für den Sub, so, und das darf man halt nicht vergessen, so, wir können ja nicht mehr machen. So, wenn ich jetzt sage, ey, hatet sie bitte nicht und danach ein sachliches Kritikvideo mache und Leute haten sie dann trotzdem, ja, dann... ist das aber nicht meine Schuld so. Ich habe halt gesagt, lasst es. Ich bin nicht für jeden Menschen zuständig im Internet. In Ordnung, aber genießt einfach die Videos, aber lasst sie ansonsten bitte einfach in Ruhe. Es ist absolut unnötig. Ebenfalls sind mir keine antifeministischen Videos bekannt oder die Tatsache, dass die ganze Zeit ihre Adresse geleakt wird oder überhaupt mal geleakt worden ist. Hier wird einfach kranke Ideologie betrieben und Rufmord gegen uns vollzogen. Einfach nur, um irgendwie hinter Shoyuka stehen zu können. Und die teilt das, ne? Es ist unfassbar. Auch Shoyuka, die unter anderem für ihren feministischen Aktivismus als Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde, wird beschuldigt, einen Mann fälschlicherweise sexuelle Belästigung unterstellt zu haben. Dies dient als Rechtfertigung für über 100 Videos, in denen sie pathologisiert, verhöhnt, verleumdet und sexualisiert beleidigt wird. Wo, Digga? Erstmal würde mich interessieren, worauf sie diese ganzen Anschuldigungen im letzten Satz bezieht. Das wird nämlich mal wieder überhaupt nicht erklärt. Aber muss man ja auch nicht. Einfach Dinge behaupten ist ja super. Oh. Wahrscheinlich meint sie so Dinge wie dieses Thumbnail hier. Wofür ich mich erst im letzten Video zu Shoyuka sogar entschuldigt habe. Das kann ich gerne nochmal zeigen. Aber ich entschuldige mich sogar hiermit bei dir. Es tut mir leid, dass ich dieses Thumbnail benutzt habe. Es war nicht in Ordnung und ich habe das auch schon ändern lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich überhaupt nicht darauf eingehen, dass auch Shoyuka vielleicht einige Dinge gesagt oder getan hat, die eventuell nicht ganz so cool gewesen sind, wie zum Beispiel auch Beleidigungen wie diese hier. Ich werde jetzt das erste Mal in meinem Stream auf ein Kuchen-TV-Video reagieren, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf habe, dass dieser Kacklappen, ja, ich nenne ihn tatsächlich gerade Kacklappen, und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein fucking Kind. Das lässt man weg. Es wird halt wirklich so dargestellt. Ja, es ist halt, also das ist halt so, ich würde halt super gerne mal mit so einer Journalistin wirklich mal so ein Interview irgendwie führen, am liebsten hier auf Twitch oder so, ja, falls Veronika wirklich so ein Kracher ist, dann melde dich auf jeden Fall gerne mal. So, weil ich würde das wirklich gerne einfach verstehen, so, ne, ich meine, ich weiß ja, also per se weiß ich ja, worauf sie sich bezieht, ne, wahrscheinlich irgendwie so, deine Tränen sind mein Gleitgel, da meint sie ja wahrscheinlich dieser Thumbnail, dann wahrscheinlich irgendwie, dass ich und Monte einmal die Frage beantwortet haben, ob wir sie attraktiv finden oder nicht. So, das Ding ist, es wird aber halt so dargestellt und das ist ja einfach falsch, als ob der Inhalt von diesen über 100 Videos nur Beleidigung, sexuelles Fertigmachen ist, irgendwelche pathologisierenden Aussagen oder sonst irgendwas. Ich meine, mag sein, dass das in einer Reaction irgendwie mal passiert ist, je nachdem, was man überhaupt in den Bereichen einordnet, das kommt ja auch noch dazu. Aber das ist ja bei weitem nicht der Inhalt von den Videos, die wir machen. Und ich check das halt nicht, warum das halt so dargestellt wird. Also ich check schon, weil man ansonsten nichts gegen uns sagen kann. Aber damit wird ja ein ganz falsches Bild einfach wiedergegeben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Veronika Kracher sich die hunderten Videos angeguckt hat und überhaupt weiß, was da abgeht oder was wir überhaupt in unseren Videos gesagt haben. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass sie das nicht gemacht hat. Und darauf dann so einen Artikel zu schreiben, obwohl man selber gar nicht recherchiert hat in dem Bereich, ist halt einfach peinlich. So, und ihr müsst mir überlegen, so, die hat studiert, ich glaube sogar zwei Sachen oder sowas stand da am Anfang, ist selber Journalistin, hat anscheinend schon für andere Verlage und so weiter gearbeitet und kriegt es nicht hin, erstmal zu recherchieren, bevor sie zu irgendeinem Thema einen Artikel schreibt. Also die kann mir doch nicht sagen, dass das eine gute Leistung gewesen ist.
dargestellt, als wenn Shoyoka einfach eine freundliche Streamerin wäre, die so ein bisschen ihren Content macht und auf einmal kam der böse Kuchen-TV und hat 140 Videos rausgeballert, ohne dass Shoyoka irgendwas gemacht hat. Dass sie aber unter anderem in stundenlangen Streams über uns gehetzt hat, Lügen verbreitet hat und so weiter, das wird irgendwie so gar nicht erwähnt. Was erwartest du dir von den Warnwesten tragenden, links versifften Fahrradfahrern? Ja, Mann. Digi, doofe Fahrradfahrer. Was erwartest du von solchen Menschen? Ne? Du kannst ja nicht viel erwarten. Die leben in ihrer rosaroten Welt und andere Meinungen werden da gar nicht zugelassen. Da wird immer nur mit dem Finger auf die Bösewichte gezeigt. Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung ist halt ein ganz spezieller Fall bei denen. Kann mich da nur wiederholen. Mir würde jetzt kein passendes Beispiel dazu einfallen. Aber stellt euch einfach mal vor, ich würde in diese Richtung Shoyoka gegenüber einen Vorwurf machen, wie sie mir, nämlich wo sie mir unterstellt hat, dass ich sie körperlich schlagen möchte. Dafür hat sie sich bis heute nie gerade gemacht und ihr kennt die Thematik mittlerweile ja auch. Obwohl es ja ganz offensichtlich für jeden einsehbar offensichtlich eine böse Unterstellung war. Stellt euch mal vor, ich hätte in diese Richtung ihr gegenüber eine Anschuldigung gemacht. Holy shit, Digga. Wie viele Leute hätten sich auf mich gestürzt und hätten gesagt, Degi, das geht nicht, du musst dich entschuldigen, ist ja offensichtlich. Hey, und das hätte ich gemacht. Wenn ich sehe, ich mache einen Fehler, dann gestehe ich mir den auch ein. Und sich zu entschuldigen ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke. Das kannst du von diesen Menschen nicht erwarten, Digga. Wir wären bestimmt keine besten Freunde. Mir im Internet zu unterstellen, ich würde dich körperlich schlagen wollen. Was ich gesagt habe, ich reiche dir die Hand und ich würde, wenn du in der Stadt an mir vorbeigehst, klatschen. Hat nie eine Entschuldigung stattgefunden, nie. Das wird einfach so stehen gelassen bei ihren Followern. Und ich kann euch eine Sache sagen, bei einem Großteil ihrer Follower bin ich immer noch derjenige, der Shoyoka schlagen wollte. Das hat sie einfach so stehen lassen, Digga, bis heute. Ohne Entschuldigung, ohne Korrektur. Und liebe Shoyoka, ich gebe dir ein weises Sprichwort noch mit auf den Weg. Man erntet, was man sät. Und wenn man Scheiße sät, dann kriegt man Scheiße zurück. Wenn du Gutes gibst, kriegst du Gutes zurück. Und frag dich dann vielleicht, warum momentan in deinem Leben nicht alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Na, jetzt streamt sie ja zumindest mal wieder, ne? Ja, also wie gesagt, ich denke, ich habe ja schon gesagt, so, ich glaube, dass die Shoyoka-Thematik jetzt so weitergeht, dass es erstmal abflachen wird. Ja, also es ist ja momentan auf jeden Fall nichts weiter geplant, auf jeden Fall von mir, ne? Weil es gibt auch gerade eigentlich nichts, was man dazu sagen kann. Ich glaube, es werden dieses Jahr aber mindestens nochmal 10 oder 20 Videos kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also einfach, weil halt die Anzeigen natürlich super Content sind, ne? Skurrus geht gegen sie vor, ich weiß gar nicht, Tobias Hoch, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe ja die negative Feststellungsklage, sie hat Klage gegen mich eingereicht auf jeden Fall. Ne, das heißt, das sind dann schon mal 4 Videos, wenn alles durchgezogen wird, die ich halt machen kann. Dann reagiert Monta auf die 4 Videos, dann mache ich wieder 4 Reactions dazu, haben wir schon mal 8 auf jeden Fall. Dann gibt es bestimmt noch 1-2 Journalisten, die dazu einen schlechten Beitrag machen und die das irgendwie darauf setzen, dass wir einfach im männlichen Patriarchat leben und sie deswegen vor Gericht verloren hat. Dr. Schröker, dankeschön für den Sub. Lukas, danke sehr und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ne? Wie es Spaß machen sollte. Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass alle um dich herum falsch denken und du die Gute bist und wir alle die Bösen. Selbstreflexion ist so etwas Schönes im Leben und ich hoffe, dass der Zug, vollbesetzte Zug mit Selbstreflexion auch irgendwann mal im Idiotenhausen anhält, nämlich bei dir. Daher macht auch die Aussage, aha, und ihr rechtfertigt 150 Videos mit irgendeinem Vorwurf und einem Preis, den sie gewonnen hat? Gar keinen Sinn, denn das haben wir auch nie behauptet, das wird einfach dahingeschrieben, keiner von uns hat das jemals gesagt. Diese Sachen interessieren doch auch heute so gut wie niemanden mehr. Wie kommen die da drauf? Zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung hätte man eventuell auch noch dazu schreiben können, dass Gurus ja gerade rechtlich dagegen vorgeht und das Ganze hoffentlich bald vor Gericht geht. Das wäre meiner Meinung nach noch ein wichtiger Punkt gewesen, denn das Ganze ist nicht mehr nur eine Anschuldigung im Internet, sondern damit müssen sich jetzt deutsche Gerichte befassen. Ja, man hätte auch unter anderem noch anfügen können, dass Skuris die Vorwürfe der sexuellen Belästigung mit Videomaterial seinerseits größtenteils entkräftigen konnte. Aber das wird natürlich auch gerne ausgelassen und auch hier wird wieder Rufmord betrieben und es wird auch drauf geschissen, ob Skuris dadurch in seiner Berufswahl, nämlich auch der Person des öffentlichen Lebens, Schaden davon trägt. Imagine, Shoyoka wird da schuldig gesprochen. Oh mein Gott, wäre das geil. Ein Streamer, der übrigens bereits wegen Volksverhetzung und häuslicher Gewalt in der Kritik stand, hatte sogar als Trinkspiel einen Stream kommentiert, in dem Shoyoka unter Tränen von den Angriffen gegen sie erzählt hatte. Okay, also erstmal, was haben jetzt die Vorwürfe mit diesem Stream zu tun? Das eine hat mit dem anderen so gar nichts gemeinsam oder so. Abgesehen davon ist es halt auch eine knallharte Lüge. Shoyoka
hat in diesem Stream doch gar nicht geweint. Die meinen natürlich diesen 6-Stunden-Livestream, wofür ich auf Twitch dann auch gesperrt worden bin. Und Shoyoka hat da nicht geweint. Wahrscheinlich meint die Journalistin die Aussage, deine Tränen sind mein Gleitgel. Dennoch hat Shoyoka nie unter Tränen da irgendwas erzählt. Ja, das muss man sich mal überlegen. Also das ist halt gelogen. Also das ist wirklich nachweislich, es ist nachweislich eine Lüge, weil die sich wahrscheinlich so wenig darüber, also die hat, also ich kann nicht, also die kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, aber meine Einschätzung ist, dass sie halt mitbekommen hat, dass halt ich gesagt habe, deine Tränen sind mein Gleitgel. Und wahrscheinlich dachte sie einfach, weil sie so wenig recherchiert hat, also wirklich, also gar nicht offensichtlich, dass sie dachte, ja okay, wenn ich das sage, da muss sie ja geweint haben, weil da sind ja dann Tränen im Spiel. Safe hat sie das deswegen einfach gesagt. Junge, wie kann man als Journalistin so schlecht arbeiten? Wirklich, es ist unfassbar, Digga, ehrlich, es ist, Junge, wie gesagt, studiert, ne, auch noch, also da sollte man ja irgendwie meinen, dass man ja auch im Studium irgendwie lernt, wie man Dinge herausfindet, wie man Sachen recherchiert und so weiter. Du musst ja auch Hausarbeit schreiben, eine Bachelorarbeit ist ja auch viel Recherche und so. Die hat wirklich einfach diesen Spruch gehört und dachte sich, ach, die hat geweint, ja okay, das reicht. Ach, das ist kann geil, man sich Alter. So schlecht Dinge ausdenken, okay, oder okay. Nicht recherchieren, was noch schlimmer wäre. Die Fans. Ja, da kann ich mich nur wiederholen, wie eine Schallplatte mit Sprung. Sowohl den Stream von Kuchen als auch die Aussage, deine Tränen sind mein Gleitgel, waren einfach einer zu viel oder auch zwei zu viel. Das sind einfach beides Dinge und Stilmittel, die Kuchen gar nicht nötig hat in der Diskussion gegen Shoyoka und sich damit selber ein Bein gestellt hat. Das wird ihn auch in der Diskussion in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder vorgeworfen von diesen Menschen. Da kann er nur draus lernen. Unnötig Angriffsfläche gegeben für diese Menschen. Ja, ja, safe. Da bin ich bis heute kein Freund von. Das war, wie gesagt, too much. Dieser Misogyn-Streamer. Ja, safe. Also da lerne ich auf jeden Fall auch draus, ne? Das ist halt, also ich sag mal, auf der einen Seite, ich bin halt nur mal einer, der halt super gerne halt auf jeden Fall auch heftigere Jokes bringt, ne? Muss ich leider zugeben, auf jeden Fall. Und da werde ich mich bei der ganzen Shoyoka-Thematik, werde ich mich auf jeden Fall da zurückhalten müssen, ne? Das ist ganz klar. Also man merkt ja jetzt auch, dass die einfach super krasses Cherrypicking betreiben, ne? Die ganzen Journalisten ja halt ebenfalls. Und das Einzige, was man da halt einfach machen kann, ist halt nun mal wirklich denen einfach keinen Nährboden zu geben, ne, sondern wirklich einfach versuchen, so sachlich wie möglich da am Start zu bleiben und ja, halt die nur noch argumentativ halt auseinanderzunehmen, ne, also Laka, Dankeschön für den Prime-Sub, so, man muss sich mal überlegen, also selbst jetzt, ich meine, die hat den Preis Spielerin des Jahres, glaube ich, irgendwann im Mai bekommen, das war die Zeit, wo Monte irgendwann wieder auf mich reagiert hat und jetzt, fast ein Jahr später, wird gesagt, ja, damit rechtfertigen die ihre Videos, obwohl wir das ja nie gemacht haben. Also der Preis war generell, jetzt abgesehen davon, wenn das von anderen mal nochmal erwähnt worden ist und man das wieder klarstellen musste, was ja auch des Öfteren passiert ist, war ja wirklich das Einzige, was ich gemacht habe, ein Cake News, wo ich einfach gesagt habe, hat sie meiner Meinung nach nicht verdient. Und ein Video zu Dekadent, weil der das Ganze dann noch verteidigt hat. Und mehr Videos sind gar nicht wegen diesem Preis erstellt worden. Vielleicht noch ein, zwei Reactions oder so auf diese Videos dann, ne, wenn irgendwie Monte reagiert hat oder so, okay. Aber ansonsten war das ja nie Thema. So, aber das ist halt dieses Cherry-Picking, weil man sich damit halt nicht auseinandersetzt, hat man halt irgendwo gelesen, ja, die hat den Preis gewonnen, seitdem macht man Videos und das ist eine Frau. Ja, das gönnt man der Frau anscheinend einfach nicht. Finden das lustig, wieder gezielt bereits existente, frauenfeindliche Ressentiments bedient werden. Eine sichtbare, erfolgreiche Frau, die es wagt, den Mund weit aufzumachen und über Feminismus zu sprechen, soll zum Schweigen gebracht werden. Gleichzeitig fungieren diese Angriffe so auch immer als Warnung an andere Frauen. Halte lieber den Ball flach, sonst kannst du die Nächste sein. Hast du mit meinen Zuschauern gesprochen? Oder genau. Woher weißt du, dass genau das meine Fans daran cool finden? Ich meine, die droppt irgendwelche Vorwürfe gegen euch, ohne das irgendwie zu belegen. Ja, die Frage ist auch, woran genau wird es denn festgemacht, dass wir sie zum Schweigen bringen wollen? Jo, Digga, übertreib halt direkt. Auf der einen Seite wird uns doch die ganze Zeit vorgeworfen, dass wir damit ja nur Geld machen wollen, weil wir das ja auch schon selber gesagt haben, dass das tatsächlich auch relativ lukrativ ist. Ja. Dann wäre es... So wie jede andere Reaction auch. Ja, ein Schaden gegen uns selber, wenn wir sie zum Schweigen bringen. Denn das Klügste wäre ja, wenn das Thema immer weitergeht, damit man immer wieder neuen Content erstellen kann. Ja, also was denn jetzt? Wollen wir sie zum Schweigen bringen oder wollen wir einfach Geld verdienen? Beides geht offensichtlich nicht. Dann auch der Punkt, dass wir... Ja, es ist halt so dumm. Und Shoyoka teilt das halt, ne? Also Shoyoka sagt auf der einen Seite halt wirklich, jo,
Schöka sagt auf der einen Seite halt so, ja, die machen das nur für Geld und es ist so lukrativ und teilt dann einen Beitrag, wo gesagt wird, dass wir sie zum Schweigen bringen wollen. Ja, aber also beides geht ja nicht. Also auch da hat sich Schöka dann so gesehen, wieder selbst widersprochen. Und das macht keinen Sinn, dann einen Beitrag zu teilen, was gar nicht die eigene Meinung bestätigt, sondern wo halt ganz andere Sachen drinstehen. Es ist halt so dumm. Weil wie gesagt, also wenn wir sie zum Schweigen bringen, so jetzt zum Beispiel auch in den letzten 3 Wochen, abgesehen von der Abmahnung, die sie rausgehauen hat, hatte ich ja auch gar keinen Content, den ich machen konnte. So. Sichtbare, erfolgreiche Frau gehen. Wo denn Erfolg, Alter? Junge, die hat ihre 1000, 2000 Zuschauer. So, warum sollten wir denn nicht gegen eine Gnu gehen oder gegen eine Honeypoo, die 1000-mal erfolgreicher sind? Gnu vor allem spricht ja ebenfalls in ihren Videos teilweise feministische Themen an. Ja, das macht gar keinen Sinn, was da gesammelt wird. Die finden wir komischerweise alle gut. Das sind einfach schwachsinnige Aussagen. Gut, vielleicht weil sie auch wirklich intelligente Takes bringen und nicht irgendeinen ideologischen Müll labert. Plattformen, Unternehmen in der Regel nichts gegen diese Flut an Hasscontent und lassen Betroffene mit der digitalen Gewalt alleine. Weil Frauenhass im wahren produzierenden Patriarchat ein lukratives Geschäft ist. Weil wir ja auch so ganz genau wissen, dass Twitch so lasche Regeln hat und nie eingreift und nicht wegen jeder Kleinigkeit Twitch-Bans verteilt. Ja, klar. Wer kennt's nicht, Digga. Die Plattform. Ja, ich meine, ich wurde erst für 6 Wochen gebannt und musste einfach vor Gericht gehen, um nie wieder streamen zu dürfen. Und nach wie vor zu viele Menschen sich daran aktiv beteiligen. Genau. Was würde YouTube, die wahrscheinlich im Jahr Billionen von Klicks machen, nur ohne diese 10 Millionen Klicks auf Shoyoka-Videos weniger im Jahr machen? Das ist so Quatsch. Sie wären einfach bankrott. Aber Shoyoka opfert sich zum Wohle von uns allen. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Es ehrlicherweise nicht viel. Ich bin wirklich baff. Ja, abschließend kann man dazu einfach nur sagen, dass der Artikel absoluter Müll war und ganz genau auch in diese Bubble reinpasst, Digga. Da haben sich wieder die Hände gereicht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ja, wie gesagt, also gerade das Ende im wahren produzierenden Patriarchat, Digga. So, das ist halt, also da stelle ich mir, also ich würde wirklich gerne wissen, so, was ist in deinem Kopf falsch gelaufen, dass du wirklich so krass ideologisch verblendet bist? So, weil ich weiß nicht, also ich denke, wir sind alle gegen Diskriminierung und gegen Frauenhass und so weiter und für Gleichberechtigung so, ne, aber es gibt halt diesen normalen Weg und dann gibt es Journalisten, die solche Texte schreiben, also du musst ja wirklich so eine weirde Auffassung von allem haben, wenn du solche Texte schreibst, das ist schon wirklich sehr, sehr weird, ne. Ja, wie gesagt, das ist halt leider wieder ein Artikel und das ist ja auch das, was ich irgendwie immer, also generell, sehr schade finde, dass halt die Leute, jetzt beispielsweise diese Journalistin, halt irgendwas behauptet, es aber halt auch nichts irgendwie, sag ich mal, klargestellt, also nicht wirklich drauf eingegangen wird, sondern es sind alles einfach haltlose Vorwürfe. Die hat jetzt nicht gesagt, okay, in dem Video bei Minute 6 beispielsweise wurde diese Aussage gedroppt, die finde ich nicht gut, dass man halt irgendwas hätte, womit man arbeiten kann, sondern es wird ja wirklich einfach, es werden halt 30 Dinge behauptet und dann war es das. Also da kann man doch selber als Journalistin, schreibt man doch diesen Text nicht und denkt sich so, ja Mann, der ist richtig gut. Keine Ahnung, Digga, weiß ich nicht, ey.